Guten Morgen. Die erste Rohkostwoche ist hinter mir und das, was ich schon vermutet habe, ist auch tatsächlich eingetreten. Die Umstellung auf Rohkost ist wirklich viel mit Wissen und Vorbereitung verbunden. Aber das Tolle daran ist, dass man wieder eine neue Welt hat, die man neu entdecken kann, die man sich neu zusammenstellen muss und vor allem auch im Zeitmanagement neue Abläufe lernen muss. Bestes Beispiel sind diese ganzen Sprossen und Keimsachen. Ich habe Alfalfa und Kichererbsen angefangen einzuweichen und dann irgendwann hoffentlich zum Keimen zu bringen. Aber Alfalfa braucht 7 Tage und Kichererbsen brauchen 4 Tage. Dazu angefangen inspiriert von Silkes Glasbatterie, das Video dazu findet ihr oben in den Infokarten, angefangen selber alle möglichen Dinge zu dörren, um sie aufzubewahren, um sie dann bei Bedarf zu nutzen. Ganz komplettes Neuland für mich. Und das ist auch wirklich das Kernelement, was in der Umstellung besondere Beachtung meiner Meinung nach braucht. Aber da wächst man rein in diese ganze Planungssache. Alleine die Grünkohlchips habe ich jetzt auch schon 3-mal gemacht und dabei auch immer weiter das Rezept verfeinert und das wird auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen hoffentlich den Weg ins Video finden und alles mögliche versucht zu dürren. Ich habe meine Küche umgeräumt. Das bedeutet der Kontaktgrill und die Herdplatte. Die habe ich weggeräumt und dafür jetzt das Dörrgerät, was früher eigentlich nur bei Bedarf hochgeholt wurde, quasi einen Stammplatz gegeben. Selbiges wird wahrscheinlich über kurz oder lang auch mit dem Entsafter passieren, den ich auch für selten genutzt habe. Aber gerade das Dörrgerät, das läuft bei mir jetzt quasi Tag und Nacht und ich habe jetzt immer Grünkohlchips für den herzhaften Appetit da. Meine einfachsten Plätzchen der Welt, das was ihr oben in den Infokarten findet, das Rezept, für den süßen Appetit. Und dann den Rohkostfeta habe ich auch immer da als herzhafte Salatbeilage. Und damit erstmal so grob die großen Geschmäcker abgeklärt. Dazu habe ich gemerkt, dass ich den Wunsch habe, noch viel mehr auf meinen Körper zu hören, was er jetzt gerade will und wie viel er davon will. Das passt natürlich wunderbar zu meinem Essen ohne Denken Ansatz. Auch das Video findet ihr oben in den Infokarten. Und ein Smoothie, gerade mein Smoothie, ist halt echt so eine richtige Totschlagkanone, was da alles drin ist. Da wirklich alles drin ist. Aber vom Essen brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, denn ab 7.30 Uhr findet ihr unter diesem Link hier mein Food Diary von meiner ersten Rohkostwoche. Und dann habe ich noch ein kleines Experiment gewagt, für den erfahrenen Rohkostmeister sicher Pillepalle, aber ich war danach total happy, als ich sozusagen das Experiment erfolgreich beendet habe, das Video. So, willkommen in der Rohkostküche. Ich will heute mal ein Experiment machen und ich nehme es einfach mal auf und wenn ihr das seht, dann ist das Experiment dann auch gelungen. Und zwar habe ich hier noch Hibiskusblüten und ich habe noch Räubosch. Da sind 2 Pflanzen, die normalerweise wird das einfach zu Tee verarbeitet und ähnlich will ich das auch machen, bloß Tee ist halt heißes Wasser und entsprechend ist das nicht Rohkost und gerade am Anfang ist man ja motiviert 100% wirklich auch bei jedem Scheiß drauf zu achten und ich will einfach mal experimentieren und zwar habe ich hier gereinigtes Wasser, warm allerdings, handwarm, das heißt dass es nicht über 42 Grad ist, das kann man am besten, ich habe jetzt kein Thermometer für mal kochen und dann abkühlen lassen so ein Quatsch, sondern ich habe einfach die Hand runtergehalten und so gemacht, dass es mir angenehm ist, also warmes Wasser, das wird wahrscheinlich so 35, 33 Grad sein, vermute ich mal. So, ist nicht mal so heiß wie das Badewasser, was bei mir immer so 41 Grad ist. Also es wird irgendwo, so da liegen. Und ja, dann will ich einfach mal machen, dass ich bloß quasi eine Handvoll Hibiskusblüten nehme, das sozusagen hier reinmache und diese Handvoll mit quasi 1,5 Liter oder knapp über 1 Liter aufgießen, mit warmem Wasser zumache und 12 Stunden ziehen lasse. Und dann will ich einfach mal sehen, ob der Geschmack trotzdem ins Wasser gegangen ist. Und weil das ist ja letztlich das, warum die meisten den Tee trinken, wegen dem Geschmack. Und bei mir ist das so, dass ich den Tee dann nicht pur trinke, sondern ich vermische den immer zusammen mit normalem Wasser, weil ich nur eine leichte Geschmacksnote im Wasser mag. Genau, und das werde ich einfach probieren, einfach jetzt mit warmem Wasser aufgießen und dann jetzt einfach mal 12 Stunden ziehen lassen und schauen, was passiert. Jetzt habe ich den Pott mal nicht 12 Stunden, weil ich habe den schon mal aufgemacht, der riecht eigentlich ganz gut. Hab den jetzt ungefähr 6 Stunden habe ich das Wasser jetzt hier im Endeffekt ziehen lassen. Das Wasser ist auch jetzt schon relativ kalt und ich werde es jetzt mal hier reinschütten. Dann werde ich mal sehen, inwieweit die Hibiskusblüten aufgegangen sind, so wie sie im heißen Wasser aufgehen und inwieweit der Geschmack unterschiedlich ist.
Was ich natürlich nicht beurteilen kann, irgendwelche wertvollen Inhaltsstoffe, die aus dem Tee dann rauskommen. Aber letztlich, sind wir mal ehrlich, wäre schon geil, wenn ich weiter Tee trinken könnte. Also, das Schöne ist, das Wasser hat sich gefärbt, also da geht auf jeden Fall was. So. Die Hibiskusblüten haben sich meiner Meinung nach nicht ganz so aufgelöst wie im normalen, beim heißen Wasser. Das heißt, man braucht wahrscheinlich mehr Hibiskusblüten. Und nun kommen wir mal zum Geschmack. Hätte vielleicht sieben sollen vorher. Also, der Geschmack ist 1 zu 1 wie mit heißem Wasser. Also, ganz eindeutig, absolute Empfehlung. Also, wenn ein Rohköstler sagt, na, Tee kann ich nicht trinken und so weiter, Schwachsinn. Ich habe es jetzt für mich herausgefunden, du kannst ganz normal Tee in warmem Wasser, das war vielleicht 35 Grad, würde ich sagen, einfach nur 7 Stunden ziehen lassen und dann hast du genau denselben Teegeschmack wie für, wenn du ihn heiß machst. Das gilt jetzt natürlich, muss man dazu sagen, für Hibiskusblüten. Ich werde es auch noch für Räubosch machen. Das ist der zweite Tee, den ich gerne trinke. Das heißt, es sind die beiden Teesorten, die quasi koffeinfrei sind. Weil grüner und schwarzer Tee enthält Koffein. Entsprechend, und das möchte ich nicht. Also ich bin so eh schon immer so ein bisschen, ja, energetisch, dass mir Koffein da meistens nicht gut tut. Also letztlich, an alle Rohköstler oder die es werden wollen, trinkt Tee. Macht im Endeffekt nur mit heißem Wasser. Ich nehme allerdings heißes gereinigtes Wasser. Also ihr habt es ja vor uns gesehen. Ich habe das in meinem Wasserfilter, den Test dazu, den habe ich euch unten noch verlinkt. Den habe ich den genommen, der kostet nur 10 Euro. Und ja, entsprechend habe ich dann auf jeden Fall auch ein besseres Gewissen, wenn ich warmes gereinigtes Wasser bekomme. Also von daher, hat geklappt. Also mittlerweile habe ich das für den Räubosch-Tee ebenso erfolgreich ausprobiert. Die korrekte Aussprache ist übrigens Räuboss und nicht Räubosch. Das nur mal nebenbei, habe ich aber auch nicht gewusst. Die beiden Teesorten eignen sich auch deshalb für den Rohkosttee, da man hier im Gegensatz zu grünem oder schwarzem Tee die Blätter und die Blüten schneidet und dann in der Sonne trocknet und entsprechend diese Teesorten dann per se Rohkostqualität haben. Also wenn ihr das nachmacht und das auch wegen dem rohköstlichen Anspruch entsprechend macht, dann achtet eben darauf, dass der Tee als solches wirklich natürlich auch geschnitten und getrocknet ist und Rohkostqualität hat. Eventuell noch fermentiert, aber ohne ihn danach wieder zu erhitzen, sondern einfach nur natürlich getrocknet. Natürlich, unter den Teeliebhabern dieser Welt wird jetzt ein Sturm der Entrüstung ausbrechen, aber hey, ich will den Teegeschmack in meinem Getränk haben und ja, ich möchte in diesem Experiment, diesem Rohkostexperiment einfach nichts über 42 Grad erhitzen, da ich eben selber merke, wie empfindlich ich reagiere, wenn mein Körper mit irgendetwas in Berührung kommt, was über 42 Grad ist. Unabhängig davon, dass ob das jetzt die denaturierten Proteine oder die zerstörten Enzyme sind, oder weiß der Geier. Entsprechend bin ich jetzt wirklich echt happy, dass ich auf der Getränkefront quasi nichts ändern muss und trotzdem noch ja, die verschiedenen Geschmäcker der vielen Teesorten hemmungslos genießen kann. Ich habe übrigens einen Räuberstee, hab's jetzt richtig ausgesprochen, der komplett ohne Zusatzstoffe und Aromen ist. Findet man auch nicht so häufig. Hin und wieder immer mal was zugesetzt. Genauso wie mein Hibiskusblütentee keine Zusatzstoffe hat, wirklich bloß die Hibiskusblüten. Den billigsten in Bio-Qualität, den ich selber bestelle, den habe ich euch unten auch verlinkt. Ich hoffe, ihr habt jetzt etwas Inspiration rausnehmen können aus meinen ersten Tagen in der Rohkost und euch auch gezeigt, dass man durchaus als Rohköstler bei dem entsprechend rohköstlich fermentierten und oder getrockneten Tee hemmungslos zuschlagen kann. Wenn man ihn einfach bei 35 Grad ein paar Stunden ziehen lässt. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.